Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Elektrotechnik-Rezept. Heute möchte ich ein bestimmtes Rezept mit euch besprechen, was es einem total leicht macht, Aufgabentypen zu bearbeiten, wie zum Beispiel diese hier. Wir haben also hier in Beispiel 1 hier ein Netzwerk mit einer Spannungsquelle und es gibt dann eine Fragestellung, die sich auf diesen Widerstand hier bezieht. Beispiel 2 ist ganz ähnlich. Wir haben hier eine Spannungsquelle und hier eine reale Stromquelle und dann gibt es Fragen bezüglich U1, I1 und so weiter bezüglich des Widerstandes RV. Hier haben wir so eine Brückenschaltung und hier ist dran eine ideale Stromquelle und dann gibt es eine Frage bezüglich des Widerstandes R4. So, und hier gibt es eine ganz tolle Methode, nämlich die Methode der Ersatzspannungsquelle, die einem hierbei ungeheuer nützlich ist. Und das gucken wir uns jetzt an diesen drei Beispielen einmal an. Fangen wir mal an hier mit dem ersten Beispiel. Die Frage ist, wie groß muss der Widerstand RL sein, damit in diesem Widerstand die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird? Und wie groß ist dann diese Leistung? Jetzt ist das Rezept, was wir hier verwenden werden und bei den anderen Aufgaben auch, immer das Gleiche. Man geht erstmal hin, trennt den betreffenden Widerstand, hier ist das RL, raus. Dann bildet man von der restlichen verbleibenden Quelle mit allen Widerständen, die da dranhängen, eine Ersatzspannungsquelle. Und dann geht man zum Schluss hin und bringt den rausgetrennten Widerstand wieder an die Klemmen an und kann dann alle Fragen bezüglich dieses Widerstandes ganz einfach beantworten. Hier ist das also so, im Schritt 1 trennen wir also RL heraus, dann bleibt das hier übrig. Dann bilden wir hieraus eine Ersatzspannungsquelle, die sieht ja immer so aus, also hier die eigentliche Spannungsquelle und in Reihe dazu dann der Innenwiderstand RI. Dieser Schritt 2, also die Bildung der Ersatzspannungsquelle, ist etwas aufwendig, deswegen gibt es hierfür ein separates Video, der Link dafür befindet sich unten in der Infobox. Dann gehen wir also hin im dritten Schritt, bringen dann hier den Widerstand wieder an und können dann hier einfach alle folgenden Fragen beantworten. Die Frage war hier die gewesen, wie groß muss RL sein, damit darin die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird. Das ist einfach zu beantworten, nämlich wenn RL genauso groß ist wie RI, wird in ihm die maximal mögliche Leistung umgesetzt. Also ist hier RL 4,12 Ohm. Dann gibt es noch eine Frage nach der Leistung. Da gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Das gibt es also auch ausführlich in dem Video bezüglich dieses Beispieles. Link ist ja unten in der Infobox. Im nächsten Beispiel, Beispiel 2, ist die Frage, wie groß ist I1 und wie groß ist U1 und welche Leistung wird dann in diesem Verbraucher umgesetzt. Wir machen das jetzt wieder ganz genauso. Wir gehen also hin, trennen RV raus, dann bleibt das hier übrig. Wir sehen also, hier haben wir die reale Stromquelle und hier ist die reale Spannungsquelle. Daraus bilden wir die Ersatzspannungsquelle. Da auch dies wieder aus mehreren Schritten besteht, gibt es dazu auch wieder ein separates Video, verlinkt unten in der Infobox. Dann gehen wir hin, machen jetzt hier diesen Widerstand RV wieder dran und können dann alle folgenden Fragen bezüglich der Spannung, des Stromes und der Leistung beantworten. Auch das gibt es in diesem separaten Video. Das behandeln wir an der Stelle jetzt nicht, damit sich das Ganze nicht zu sehr zergliedert. Also wie ihr seht, das sind immer dieselben drei Schritte. Gucken wir uns das nochmal in dem letzten Beispiel an, da haben wir hier so eine Brückenschaltung. Links ist eine ideale Stromquelle angebracht und jetzt gibt es eine Frage bezüglich dieses Widerstandes hier. Normalerweise sind die Fragen bei diesen Brückenschaltungen beziehen sich immer auf diesen Widerstand. Hier ist das so ein bisschen anders und das macht es einem auch erstmal so ein bisschen fremd oder neu. Das heißt, wir gehen jetzt hin und trennen diesen Widerstand hier heraus. Meistens gibt es in diesen Aufgaben keine Bezeichnung der Klemmen. Die schreiben wir dann einfach selber dran, nennen die A oder B oder 1 oder 2, wie auch immer. Das heißt, wir trennen jetzt diesen Widerstand R4 heraus. Dann bleibt das hier übrig. Wir haben die Klemmen selber benannt als B und A. Dann bilden wir jetzt hiervon bezüglich der Klemmen B und A eine Ersatzspannungsquelle. So, hier sind die Klemmen B und A.
Und das ist unsere wunderschöne Ersatzspannungsquelle. Da auch das wieder so ein bisschen aufwendig ist, gibt es auch dafür ein separates Video. Link ist unten in der Infobox. Jetzt gehen wir hin, machen jetzt unseren Widerstand R4 wieder dran. Die Frage war gewesen, wie groß muss R4 gewählt werden? Also das ist so eine typische Leistungsanpassungsaufgabe. Ne? Die sind immer so, wie groß muss der und der Widerstand sein, damit in ihm die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird. Und wenn man auf der linken Seite eine Ersatzspannungsquelle hat, dann ist das ganz einfach zu beantworten, nämlich der Widerstand, der muss genauso groß sein wie das RI, also der Innenwiderstand der realen Spannungsquelle. In diesem Fall sind das hier 40 Ohm, also R4 gleich RI gleich 40 Ohm. Warum das so ist, ist nochmal so eine separate Geschichte, da gibt es dann auch nochmal ein separates Video darüber. Ja, und da kann man auch ganz einfach die Frage nach der Leistung beantworten. Leistung ist ja P gleich U mal I gleich I Quadrat mal R, wenn man das ohmsche Gesetz umgestellt nach I hier einsetzt, oder gleich U Quadrat durch R, wenn man das ohmsche Gesetz umgestellt nach U einsetzt. Das ist hier zielführend, weil wir wissen ja, U, also die Spannung, die über F4 abfällt, die muss dann genau halb so groß sein wie die gesamte anliegende Spannung, weil ja beide Widerstände gleich groß sind. Also müssen hierüber 11 Volt abfallen und hierüber 11 Volt abfallen. Also ist die Leistung, die in R4 umgesetzt wird, ist also gleich U4 Quadrat durch R4, also 11 Volt zum Quadrat durch 40 Ohm, gibt 3,025 Watt. Und damit ist jetzt diese Frage vollständig beantwortet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Zusammenhang die Methode der Ersatzspannungsquelle etwas schmackhaft machen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, ein ganz tolles Rezept, um Aufgaben dieser Art zu lösen, speziell wo es auch um so etwas geht wie Leistungsanpassung. Wie groß muss irgendein Widerstand sein, damit darin die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird? Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen oder auch über ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg beim Lernen und vielleicht sehen wir uns später mal wieder bei einem anderen Video. Bis dahin alles Gute für euch und tschüss!